Das Jahr 2024 schreitet auch schon wieder unaufhaltsam voran. Es wird Zeit für ein erstes richtiges Depot-Update. Bevor es losgeht, aber wie immer ganz kurz der Hinweis, das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung. Dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt rein und zwar mit der Übersicht des gesamten Portfolios. Ihr seht es, aktuell ein Wert von ca. 465.000 Euro. Die größte Position ist natürlich nach wie vor Apple mit einem Anteil von fast 47%. Wobei meine Zuschauer, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass dieser Anteil relativ gering ist sogar. Denn ich hatte hier meistens einen Anteil von über 50% Richtung 52%, manchmal sogar 55%. Das heißt, der Apple-Anteil ist hier deutlich zurückgegangen. Was ich prinzipiell erstmal nicht schlecht finde, da dadurch natürlich meine Abhängigkeit von Apple auch sinkt. Deswegen insgesamt hier einfach mal die Zusammensetzung des aktuellen Portfolios. Hier sehen wir dann auch schon mal direkt die Entwicklung in Euros, wie sich mein Depot seit Jahresanfang entwickelt hat. Wir sind gestartet in das Jahr mit einem Wert von ca. 477.000 Euro. Jetzt hat das Depot noch ungefähr 465.000 Euro, das heißt 12.000 Euro weniger. Verantwortlich dafür waren Kurserfolge bzw. hier Kursverluste von 7.500 Euro. Und ich habe meine Fresenius-Position verkauft, was auch nochmal ungefähr 4.800 Euro waren. Das heißt insgesamt hier eben jetzt 12.000 Euro niedriger der Kurswert als am Jahresanfang, was natürlich erstmal nicht so schön ist, aber wenn wir uns nachher die Entwicklung der Einzelwerte anschauen, dann ist das Ganze eigentlich halb so wild und lässt sich auch relativ gut erklären. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ich habe Fresenius natürlich nicht nur aus Spaß verkauft, sondern einfach, weil ich das Geld gebraucht habe, weil ich eine größere Anschaffung hatte. Deshalb habe ich die letzten Monate auch nichts investiert und deshalb ist der Depotwert hier natürlich auch nicht weiter gestiegen. Das ändert sich aber jetzt. Ich habe jetzt wieder den ersten Aktienkauf getätigt, den kleinen für 500 Euro ungefähr McDonald's zugekauft. Das baue ich jetzt über die nächsten Monate wieder aus, dass ich auf meine reguläre Sparquote wiederkomme. Also ich hoffe mal wieder so 2000 Euro oder mehr pro Monat. Und dann sollte das Ganze hier auch wieder gut weitergehen und der Depotwert wieder kräftig steigen. Wenn man sich die langfristige Entwicklung des Depots hier anschaut, dann bin ich auf jeden Fall noch ziemlich entspannt, denn wie man hier sieht, dann sieht man einen kleinen Rücksetzer, aber wir sind immer noch nahe Allzeithoch und auch insgesamt in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren, gab es natürlich auch immer wieder Rücksetzer, auch teilweise deutlich größere Rücksetzer. Das ist eben normal, nicht alle Aktien steigen ohne Unterbrechung immer. Aktien fallen zwischendurch auch mal und insgesamt langfristig muss es einfach bergauf gehen. Von dem her, ich bin hier nach wie vor völlig entspannt. Auch wenn wir uns die Entwicklung der einzelnen Aktien seit Jahresanfang anschauen, gibt es hier keinen Grund zur Sorge, denn wie wir hier sehen, sind die meisten Aktien in meinem Depot eigentlich im Plus seit Jahresanfang, manche sogar wirklich sehr, sehr gut gelaufen, wie Facebook bzw. Meta, Netflix, Disney, Target, JP Morgan und so weiter. Also hier sind einige Aktien wirklich schon sehr, sehr gut gelaufen. Natürlich gab es auch Aktien, die sehr schlecht gelaufen sind, wie Snap oder Fiverr, welche ich aber sowieso nur als kleinen Zock gekauft hatte, von dem her, und die Positionen sind auch ziemlich gering. Aber eine Position, die hier natürlich reingehauen hat, die auch bei den Minuspositionen ist, ist Apple mit einem Minus von ungefähr 10%, was dann eben direkt 25.000 Euro entspricht bei der hohen Gewichtung. Und die hat eben dafür gesorgt, dass auch all die ganzen Positionen, die hier im Plus sind, nicht wirklich gut das ganze Bild eben drehen konnten, sondern das Depot insgesamt immer noch im Minus ist seit Jahresanfang. Aber damit muss man eben leben, wenn man so eine große Position im Depot hat. Insgesamt bin ich bei Apple absolut unbesorgt. Ich meine, es gibt aktuell einige Schlagzeilen, die dann schon wieder irgendwelche Krisen herbeireden und sagen, dass das Unternehmen ja einfach bald nicht mehr existieren wird, beinahe schon. Also da wird schon wieder ziemlich schwarz gemalt, was ich ziemlich lustig finde, ehrlich gesagt. Denn ich persönlich habe Apple jetzt schon sehr, sehr lange im Depot. Es gab immer wieder solche Phasen und ich sehe hier absolut gar keinen Grund, irgendwie an dem Unternehmen zu zweifeln. Die Zahlen sind immer noch Wahnsinn. Allein im letzten Quartal konnte das Ergebnis pro Aktie um 16% gesteigert werden. Ehrlich gesagt freue ich mich hier sogar, wenn es etwas runtergeht bei der Aktie, denn Apple investiert natürlich extrem viel Geld nach wie vor in Aktienrückkäufe. Das heißt, je niedriger die Aktie hier notiert, umso besser für mich, weil Apple einfach viel mehr Aktien dann zurückkaufen kann und ich selber muss gar nicht mehr dazu kaufen und trotzdem wird mein Anteil deutlich größer. Also ich bin hier völlig entspannt und gehe davon aus, dass irgendwann auch wieder der Markt umdrehen wird und dann die Apple-Aktie wieder relativ schnell stark steigen wird. Das kann natürlich noch lange dauern, bis das der Fall ist, aber das war in der Vergangenheit auch immer so. Von dem her, ich bin hier entspannt. Hier dann auch nochmal seit Jahresanfang die Entwicklung meines Depots im Vergleich zu dem Gesamtmarkt bzw. eben hier zu den ausgewählten Indizes. Das Schwarze ist in dem Fall natürlich mein Depot, also ich habe hier deutlich schlechter performt in den ersten 2,5, 3 Monaten.
als die Konkurrenz, insbesondere die amerikanischen Märkte, beziehungsweise ja eigentlich alle Märkte und die Technologieaktien sind natürlich sehr, sehr gut gelaufen. Das ist natürlich nicht so schön, dann dazu zu schauen, wenn dein eigenes Depot sinkt, aber wie gesagt, wir haben ja gerade den Grund dafür gesehen. Das ist eben wirklich hauptsächlich die Apple-Aktie. Viele andere Aktien von mir sind auch sehr, sehr gut gelaufen, aber sind natürlich deutlich geringer gewichtet. Von dem her bleibt mir hier nichts anderes übrig, als zuzuschauen und mich dann später zu freuen, wenn die Apple-Aktie auch mal wieder stärker steigt. Aber auch hier wollen wir natürlich nochmal einen Blick auf das langfristige Bild werfen. Und hier ist mein Depot wirklich immer noch sehr, sehr gut dabei. Lediglich die Nasdaq ist noch etwas besser gelaufen. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass Apple jetzt natürlich abgegeben hat. Wenn Apple nochmal jetzt steigen würde, dann wäre ich wahrscheinlich wieder fast gleich auf mit der Nasdaq. Von dem her, insgesamt sieht man hier aber auch nochmal schön, wie jetzt in den letzten Monaten quasi die Gesamtmärkte einfach alle gestiegen sind und mein Depot eher gefallen ist. Was ich so in der Vergangenheit auch noch nicht so oft erlebt habe. Von dem her spannende Zeiten. Ich bin gespannt, wie es hier insgesamt weitergeht. Ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie euer Depot seit Jahresanfang gelaufen ist, was eure besten und schlechten Aktien waren und welche Aktien ihr jetzt noch so kaufen werdet. Zum Schluss dann nochmal eine Übersicht über alle meine Aktien, seitdem ich das Depot habe. Das könnt ihr euch gerne in Ruhe nochmal anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen dieses Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.